Es soll sein Tag werden. Nigel Farage, der heimliche Vater des britischen EU-Referendums. Denn ohne die Wahlerfolge seiner Partei, der europakritischen UKIP, hätte Premierminister Cameron das Referendum wohl nie ausgerufen. Seit mehr als 20 Jahren kämpft Farage für einen britischen EU-Austritt. 10 Tage hat er sich vorbereitet, wirkt auf dem Weg ins Studio trotzdem angespannt. 30 Minuten Fragen der Wähler, erst er, danach der Premier. Eine Debatte, die das Schicksal Großbritanniens bestimmen wird. Bleiben oder gehen, der Vorspann verspricht Großes. Es sei die bedeutendste politische Entscheidung zu unseren Lebzeiten. Punkten will Farage mit seinem Thema, die EU der offenen Grenzen führe zu Masseneinwanderung. Wenn die Einwanderung wie im Moment weitergeht, werden 2040 80 Millionen Menschen in diesem Land leben. Um das zu stemmen, müsste alle 4 Minuten ein neues Haus gebaut werden. Eine Teilnehmerin wirft ihm Angstmacherei und Rassismus vor. Ein anderer hält seine Pläne für das Land außerhalb der EU für wirtschaftlichen Selbstmord. Farage hat einen schweren Stand. Dann stellt sich der Premier Vorwürfen aus dem Publikum. Großbritannien werde von nicht gewählten Bürokraten aus Brüssel regiert, habe die Kontrolle verloren über seine Grenzen, seine Zukunft. Muss Brüssel, müssen die EU-Institutionen reformiert werden? Ja. Ist die EU manchmal frustrierend? Natürlich. Doch 9 von 10 Ökonomen, der Chef der englischen Zentralbank, der Internationale Währungsfonds, alle rechnen damit, dass unsere Wirtschaft bei einem Austritt leiden wird. Es war das Duell Angst vor Masseneinwanderung gegen Angst vor dem wirtschaftlichen Kollaps, mit Vorteilen für den Premierminister. Die könnten mitentscheidend sein, denn 2 Wochen vor dem Referendum zeigen Umfragen, es ist ein Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen Gegnern und Befürwortern des EU-Austritts. Der britische Premier David Cameron hatte schon vor dem Fernsehduell den EU-Gegnern Verbreitung von Unwahrheiten vorgeworfen. Ein Austritt aus der Europäischen Union hätte für die britische Wirtschaft verheerende Folgen. Nigel Farage, der prominenteste EU-Gegner, sieht das anders. Wir zeigen Ihnen Ausschnitte aus dieser spannenden Debatte. Sie und diejenigen, die für den Verbleib in der EU kämpfen, sagen ja, dass wir in eine tiefe Rezession abtauchen würden, wenn wir aussteigen würden aus der EU. Jetzt, warum gehen Sie davon aus, dass es hier zu einer Kernschmelze kommt? Nun, natürlich können wir außerhalb der EU überleben, aber die Frage ist natürlich, wie es uns am allerbesten geht und wie wir Chancen schaffen, neue Arbeitsplätze schaffen für unsere Kinder und unsere Enkelkinder. Das ist der Punkt in der Debatte für mich. Und was da so einzigartig dran ist, ist natürlich der außergewöhnliche Konsens von unserer Regierung, der Bank von England, des Internationalen Währungsfonds. Alle sagen, unsere Wirtschaft würde darunter leiden, unsere Beschäftigungssituation würde darunter leiden, der Lebensstandard würde leiden, wir hätten höhere Preise in unseren Geschäften und natürlich unter Umständen auch eine Rezession. Ich bin als Ihr Premierminister verantwortlich dafür, dass all das nicht eintritt. Der Internationale Währungsfonds, die OECD, sie werden ja dafür bezahlt, dass sie die Premierminister dieser Welt, die Staats- und Regierungschefs, warnen vor den Risiken. Und deshalb sage ich, das ist nicht der richtige Weg, aus der EU auszutreten. Warum? Das werde ich Ihnen auch sagen. Ich glaube, dass diese Experten alle recht haben. Wir haben 500 Millionen Menschen in einem europäischen Binnenmarkt, in den wir exportieren. Und wenn wir einen schlechteren Zugang zu diesem Binnenmarkt haben, wird unsere Wirtschaft schrumpfen. Wir werden weniger Chancen haben. Das sagen uns alle Experten und denen sollten wir dann auch zuhören und das auch berücksichtigen bei unserer Abstimmung am 23. Juni. Die Mehrheit der Wirtschaftswissenschaftler und Unternehmensführer gehen davon aus, dass Großbritannien ein großes Risiko des wirtschaftlichen Niedergangs eingeht durch den Austritt. Und was halten Sie davon? Gut, das ist ja genau der Punkt. Deshalb bin ich ja in die Politik eingestiegen. Vor 25 Jahren hatten wir eine Regierung, die von all den sozialen und Wirtschaftsexperten unterstützt wurde. Und Herr Cameron arbeitete seinerzeit im Schatzamt und sprach über die Fluktuationen des Pfund Sterling. Seinerzeit arbeitete ich in der Wirtschaft und hatte viel damit zu tun. Und wir haben
innerhalb von 2 Jahren damals festgestellt, dass alle Wirtschaftswissenschaftler sich und Volkswirte sich vertan hatten. 10 Jahre danach kam dann der Euro. Und vor 15 Jahren sagten wieder die gleichen, wenn sie jetzt nicht der Eurozone beitreten, dann werden wir keine Direktinvestitionen mehr aus dem Ausland haben. Die Firmen werden pleite gehen und es wird eine ganz bittere Zeit auf uns zukommen, wenn wir nicht dem Euro anschließen. Der Handel wird nicht von der Regierung und nicht von den Bürokraten gemacht, sondern von Leuten wie Ihnen. Sie kaufen Produkte, Sie wählen die Produkte aus, die Sie haben wollen, und wenn wir uns erst einmal von der Politik sozusagen verabschiedet haben, von dem Gedanken, dann gehen wir eben auf die wirtschaftliche Seite. Ja, es ist ein Kopf-an-Kopf-Rennen in Großbritannien um den Austritt Großbritanniens aus der Europäischen Union. Ich begrüße Professor Jäger von der Universität in Köln, Politikwissenschaftler. Hallo. Es wird da ja diskutiert, wie wirkt sich das auf die britische Wirtschaft aus? Das ist eine Frage. Ist es wirklich dann so verheerend, wenn Großbritannien austreten würde für Großbritannien? Da gibt es eine ganze Reihe von Rechnungen, die aufgemacht werden. Und der britische Premierminister hat in der gestrigen Debatte auch sehr deutlich gemacht, dass das seine Position stärkt, nämlich Großbritannien in der EU zu belassen, einen direkten Zugang zu dem Markt der Europäischen Union zu haben. Und Nigel Farage hat da gesagt, na, dann machen wir das wie die Amerikaner auch. Wir machen eben Abkommen mit der Europäischen Union, wenn wir nicht mehr mit bei sind. Man muss bei all den Berechnungen, die man jetzt sieht, sehen, dass es doch eine ganz große Koalition gibt, die dafür sorgen will, dass Großbritannien innerhalb der Europäischen Union bleibt. Das sind einmal die europäischen Institutionen selbst, die deshalb auch Druck machen und sagen, wer draußen ist, ist wirklich draußen. Und dann wird das kein Zuckerschlecken für die Briten werden. So wird das dann ja im Endeffekt auch nicht sein. So wird das nicht sein, nein. Und auch der amerikanische Präsident, der während seines Besuches in Deutschland zuletzt wieder ganz, ganz deutlich gemacht hat, dass Großbritannien sich so dafür entscheiden soll, in der EU zu bleiben, weil es eben die besonderen Beziehungen zu den USA anders auch nicht halten könnte. Das, was hier deutlich an Spannung wird, was in der Debatte auch wurde, war, dass die eine Seite sagt, die Zukunft Großbritanniens ist in der Europäischen Union. Und das war das Hauptargument von Cameron, nämlich denkt an eure Kinder, denkt an eure Enkel. Was vergeben wir für Chancen, wenn wir jetzt hier rausgehen? Gut, und das wird natürlich überhöht auf beiden Seiten. Die andere Seite sagt, wir geben unsere Souveränität auf. Wir sind nicht mehr Großbritannien. Trotzdem höre ich aus Ihren Worten heraus, dass Sie doch relativ entspannt sind, was die wirtschaftlichen Folgen für Großbritannien und für die Europäische Union angeht. Und Deutschland ist ein wichtiger Handelspartner. Richtig, das lässt sich schlicht und ergreifend aus meiner Sicht nicht absehen, weil momentan eben Schreckgemälde aufgebaut werden. Man weiß nicht, in welchem Verhältnis die Europäische Union nachher zu Großbritannien stehen würde, ob wirklich Zölle erhoben werden würden. All das ist halt viel politische Taktik in dem, was momentan gesprochen wird. Insofern denke ich, es gibt mehr, das dafür spricht, dass die wirtschaftliche Entwicklung für Großbritannien schwieriger werden wird. Aber sozusagen das genau abzeichnen lassen, da steckt so viel politisches Interesse drin. Da wäre ich sehr vorsichtig. Also man kann da auch durchaus nach dem Austritt dann Abkommen schließen, um die negativen Auswirkungen abzufedern. Was passiert politisch mit der Europäischen Union, wenn jetzt ein Land tatsächlich sagt, wir treten aus? Kommen dann andere? Kann das einen Dominoeffekt haben? Das kann nicht nur einen Dominoeffekt haben, auch überhaupt die Debatte über den Brexit hat diesen Effekt schon. David Cameron hat dieses Referendum ja angesetzt, weil er gesehen hat, den Konservativen seiner Partei laufen die Europagegner weg. Und die wollte er einfangen und hat gesagt, ich verspreche euch, wir machen ein Referendum und ich komme mit einem besseren Ergebnis, wie Großbritannien in der EU dasteht. Und da hat er ja auch einiges erreicht, dass man eben nicht in die Währungsunion hinein muss, dass Bürokratieabbau vereinbart wurde, dieses ganze Konzept eines europäischen Staates für Großbritannien nicht gilt und anderes mehr. Aber allein diese Debatte hat dazu geführt, dass in der EU ja nun auch andere darüber nachdenken könnten, so ein Referendum zu machen, um mal zu sagen, wir haben auch eigene Bedingungen. Also das Ganze ist eine Katastrophe für die Europäische Union. Es ist eine kleine Katastrophe, wenn die Briten drinbleiben, ist eine Riesenkatastrophe, wenn sie die Europäische Union verlassen. Aber allein dieses Referendum schadet der Europäischen Union.